der Taste fortfahren. Ja, willkommen zu einem neuen Spiel. Star Wars The Old Republic. Ja, so neu ist das Spiel ja nicht. Das ist ein Free-to-Play-Spiel, was sich jeder runterladen kann. Und das ist auch schon eine ganze Weile auf dem Markt oder eine ganze Weile draußen. Ja. Ich spiele es jetzt aber zum ersten Mal an. Und wir gehen mal rein. Bisher, also habe ich einen Charakter erstellt. Das war nicht allzu spannend, deswegen überspringen wir das Ganze mal und rein in den Spaß. Da bin ich. Ich nehme mal die Maus aus der Fresse. Willkommen auf Tython, Padawan. Jeder hier im Tempel freut sich darauf, euch kennenzulernen. Eure früheren Meister loben eure Kampffertigkeiten. Sie sagen, ihr werdet bereits sehr erfahren in Duellen. Es ist leicht, über sich hinauszuwachsen, wenn man von den Besten trainiert wird. Ja, so sieht's aus. Der Jedi-Rat wird euch einen neuen Meister zuweisen, der eure letzten Prüfungen überwacht. Ihr werdet auf Weisen getestet, die ihr euch nicht vorstellen könnt. Aber wenn ihr Tython verlasst, werdet ihr wissen, was es bedeutet, ein Jedi-Ritter zu sein. Vor allem werdet ihr alles über euch selbst wissen. Ich brenne darauf, mich diesen Prüfungen zu stellen. Wo soll ich beginnen? Dort ist ein Gleiter, der euch zum... Moment. Ich empfange einen Notruf. Fleischräuber mit Blastern? Er muss sich... Fleischräuber. Na da. Irrtum oder nicht, dieser Padawan wird angegriffen. Sie sind noch nie so nah herangekommen. Fleischräuber sind ein Volk feindlicher Eingeborener. Sie sind schlau genug, um Werkzeuge zu benutzen. Und wow. Gewalttätig, bar jeglicher Vernunft. Neandertaler. Ich schicke sofort jeden kampftauglichen Jedi zum Trainingsgelände. Vor allem euch. Zeigt mir nur den Weg. Also die Antwort 3 ist immer ein bisschen sehr frech. Nehmt den Gleiter vor dem Trainingsgelände. Schlagt die Fleischräuber zurück und findet heraus, ob sie tatsächlich moderne Waffen benutzen. Geht. Ich warne den Rat und schließe dann zu euch auf. Möge die Macht mit euch sein. Naja, ist sie schon, denke ich mal. Gut, ich hab, okay, alles klar. Alter Schwede. Ich hab mir nichts angesehen von der Steuerung her. Grafik ist, naja, ne? Irgendwie, man soll mit WASD. Und man kann durch... Hui! Okay. Was gibt es hier? Ein Jedi-Hüter. Holocom. Und alles klar. Was macht der hier? Was kann ich mit dem machen? Stufe 12 Nahkampf. Grafisch, naja, es ist halt Free-to-Play, ne? Was wollen wir großartig erwarten? Meister unter Sanitätsdruide. Mit dem irgendwas machen? Hallo? Oh, ja, spring ich. Hui! Okay, Leertaste geht. Kann man was machen. Ansonsten Steuerung sehr altbacken. Also wie gesagt, ich kann ja hier beim Laufen mit der Maus bewegen. Keine Ahnung, was das soll. Und ansonsten steuere ich einfach über WASD. Oh. Ich komme nicht rein, Alter. Okay. Na, ja, gehen wir mal hier runter. Meister, Rückzugsort, Taxi. Wow, was ein Taxi, Alter. Was mache ich mit dem? Was mache ich denn mit den Leuten, die ich hier anklicke?
muss doch, glaube ich. Allgemein? Nein. Wie verteile ich denn Befehle? Selbstprüfung. Machtstärke. Machtsprung. Hieb. Vorstoß. Öff bei dem. Nein! So. Hä? E. Ja, das ist das. R. Nee, will ich auch nicht. F. G. Nein. Angriff. Nimm einen Kleider. Ja, und wie steige ich jetzt hier ein? Das ist doch ein Kleider, oder? Das ist doch ein Kleider. Ja, lass mich halt einsteigen, Junge. Du bist nicht für den Raum hier gekommen. Sternkarte. Du bist... Okay. Öffne die Weltkarte. Wir öffnen mal die Weltkarte. Das ist hier mein Objective offenbar, so wie ich sehe. Sternenkarte. Du hast kein Schiff, kein Schiff. Ja! Ich will auch nur in den Kleider einsteigen! Ah! Selbstprüfung. Ja. Ich bin erstmal auf die Knie gegangen. Läuft bei mir. Und wieder aufstehen. Also in den Knien hat er es nicht. Ja. Was ist das? Kartellmarkt. System, Einstellungen. Soziales. Erkunden. Inhalte. Und so weiter. Gut. Ich mache kurz eine kleine Pause. Schau kurz, wie ich hier weiterkomme. Und dann... Alter, was ist das? Neue Tutorial-Einträge bewegen. Ja. Okay. Missionen. Das Abschließen von Missionen treibt den Fortschritt deines Charakters voran und bringt dich in der Story weiter. Jawohl. Das Dreiecksymbol über dem Kopf des Charakters bedeutet, dass er oder sie eine Mission für dich hat. Klicke auf den Charakter mit der rechten Maustaste. Mit der rechten Maustaste, okay. Einfacher Kampf. Wähle einen Gegner aus, den du angreifen willst, indem du ihn mit der linken Maustaste anklickst. Wenn du ihn angeklickt hast, sollten sein Name und seine Gesundheit angezeigt werden. Okay. Öffne Weltkarte. Hatten wir schon. Taxis. Taxi. Doppelt. Okay. Okay. Deine epische Sache geht weiter. Ich grüße Sie. Ihnen stehen folgende Routen zur Verfügung. Passen Aha. Sie auf sich auf. Okay, also mit Rechtsklick kann man Leute anlabern. Das war doch auch der Einzige, der irgendwie was... Alles klar, ich fahre jetzt mal Taxi. Erinnerung, mechanisierte Reisen sind nur für offizielle Geschäftsangelegenheiten. Halt deine Fresse, flieg mich dorthin. Kann ich selber fliegen? Ne, ich kann mich umsehen. Aha, okay, okay. Ah, schau mal an. Aussteigen. Den kann ich nicht anlabern. Ja gut, jetzt bin ich hier. Ah, sieh mal drin. Padawan, komm zu mir. Das Trainingsgelände ist heute nicht sicher. Retabuela hat mich hergeschickt, um bei den Fleischräubern zu helfen. Ich bin kampferfahren und bereit. Nee, ist die Macht ich mit bin uns. Nicht kampferfahren. Nur wenige der Padawane hier können das von sich sagen. Ich habe keine Ahnung. Die Fleischräuber sind organisiert und kampfbereit in das Trainingsgelände eingedrungen und haben versucht, einzelne Gruppen von Padawanen von den anderen zu trennen. In den Hügeln ist eine Gruppe von Schülern, deren Spur wir verloren haben. Okay. Sie hatten noch kein Kampftraining. Keine Sorge. Diese Padawane werden sicher nach Hause kommen. Das ist richtig.
Da steht ich habe hier übelst gechillt rum, wenn ihr die Padawane findet und den Sender aktiviert, werden Meine wir so schnell Güte. Wie möglich eine Evakuierungsfähre schicken. Eine Jedi-Gruppe aus dem Tempel ist hierher unterwegs. Okay. Aber vielleicht sind sie nicht schnell genug. Möge die Macht mit euch sein. Okay. Finden Sie einen vermissten Schüler. Wie mache ich das denn? Ich habe noch keine Waffe oder irgendwas, ne? Hey, lass mich rein, Junge! Jedi Wachmann. Unten sind noch überall Feinde, die kann ich aber nicht angreifen. Ich muss irgendeinen fucking Schüler finden. Was ist denn jetzt hier schon wieder? Deine Episode geht weiter. Naja. Alter. Okay. Schauen wir uns erstmal hier um. Was gibt es dir? Kann ich was anklicken? Nein, kann ich nicht. Hier die Wachmann. Das ist ja übel, ey. Hier sind überall Wachmänner und unten kämpfen sie. Und die Wachmänner juckt das überhaupt nicht. Das ist natürlich die dringende Frage. Muss ich weiterfliegen mit meinem coolen Glider? Oder? Muss ich unten bei den fucking Druiden lang? Was geht bei euch? Mädels? Jawohl. Tut was. Halt, warte mal. Oben wird mir doch mal Objective angezeigt. Muss ich jetzt echt wieder mit Idioten hinrennen? Also sind ja überall solche Wichser. Wie komme ich denn zu diesen... Da hätte ich doch mit dem Scheißding fliegen müssen. Wilde Katze. Ach, halt die Fresse. Töten! Aha. Mal gechillt, Junge. Alter, zu viele. Das ist der Crank. Das ist einfach Crank. Wo ist denn meine Maus? Du wurdest besiegt. Alter, ist das total einfach zu spielen. Mich am Arsch. Weltkarte. Okay. Also ich vermute mal, das ist einfach ein Objektiv hier, was ich hier machen muss. Deswegen rennen wir da jetzt nochmal hin. Meine Güte, die Steuerung ist echt gewöhnungsbedürftig, indem man hier durch die Gegend rennt. Man muss mit der Maus gleichzeitig hoch und runter drücken. Ja, dann nimm mal deinen fucking Lichtschwert. Alter, man muss echt rennen und dann mit der Maus auf Gegner zielen. Ja damit. Alles nehmen. Alter, das ist echt gewöhnungsbedürftig. Ich mache euch jetzt einfach alle fertig. Ihr habt keine Chance, Mädels. Ah!
Freischreiber. Alter, das ist ein Clickbait hier, Junge. Echt? Ein sehr gewöhnungsbedürftiger Kampfmodus. Das kann ich nie machen. Alles nehmen. Vierte Schulter. Na, ja, da ging er schnell down. Warte, muss ich hier wirklich alle töten oder nur die, die vorne bei einem Objektiv sind? Ja! Mach doch mal erstmal den fertig, bevor du dir dein Zeug einsammelst! Alles nehmen. Alles nehmen. Wo sind jetzt diese scheiß Objektiv? Ja, scheiß die Wand an. Was ist denn das hier? Seid unverletzt. Ein Fleischräuber hat mir ins Bein geschossen, als ich ein paar Padawane gerettet habe. Doch aufpassen, Junge. Ich weiß nicht, woher diese Biester Blaster haben, aber sie wissen, wie man damit umgeht. Ich wurde zu einem Medicenter gebracht. Aha. Aber der Kampf ist noch nicht vorbei. Ich werde den Feind zurückdrängen, was es auch kostet. Wir müssen das Problem an der Wurzel packen. Ein anderer Padawan hat einen Höhlentunnel gefunden, den die Fleischräuber nutzen, um ins Tal zu gelangen. Aha. Ihr müsst zu diesem Tunnel und dafür sorgen, dass die Fleischräuber nicht noch mehr Verstärkungen bringen. Ist so gut wie verschlossen. Ich werde diesen Tunnel finden und versiegeln. Ja. Wir müssen diesen Konflikt beenden, bevor noch jemand zu Schaden kommt. Natürlich! Findet den Tunnel bei der Gebirgskette. Möge die Macht mit euch sein. So, geht los, Matthias. Das ist dort drüben irgendwo. Was habe ich jetzt hier zur Verfügung? Ein Hieb, ein Machtsprung auf 3, ein Vorstoß, Machtstärke, erhöht Nahkampf, Fernkampf, Macht und Tischpunkt, 60 Minuten lang um 5%, wenn das Ziel eine Gruppe angehört. Aha, 60 Minuten lang, alter Verwalter. Das ist super lang. Es geht ab, ihr Spackos. Fleischräuber griff ich. Alter, du rennst in die falsche Richtung! Das ist der Feind! Dort hinten ist doch unsere Basis! Was ist mit dir verkehrt? Alter! Jeden! Oh Gott! Alles nehmen! Ich hab die Mutter getötet! Naja, okay. Das müssen die Kleinen auch nicht leiden. So! Nee, tötet doch erstmal hier so diese ganzen Viecher. Alles nehmen. Alter, was ist das für ein komisches Schwatz, was der hat? Halt, nur noch was absnacken.
Okay. Die helle Seite wird stärker. Jawohl. Keine Chance, wa? Alter, ja, geht los. Stufe 3. Sind hier abgeflogen. Alles nehmen. So, erstmal den Typen befreien. Der rennt wenigstens in die richtige Richtung, ey. So, wo soll denn jetzt dieser Scheiß... Vogelfischer. Tunnel sein. Ja. Jede Ritterphase. Deine Gruppenglieder können dir helfen, wenn sie kein Jede Ritter sind. Aha, na gut, da kann ich jetzt also quasi mit anderen Leuten zusammen zocken, oder wie? Knarrls Höhle. Bist du Knarrl? Nein, bist du nicht. Was ist das hier? Kann ich irgendwas machen? Pilze? Pilze! Okay. Aha, okay. Also flasht mich bisher noch nicht so sehr hier. Ist ein ziemlich langweiliger Scheiß. Alles nehmen. Tut er echt einen Schwertkampf mit mir ausfechten? Alter, das ist doch voll scheiße hier, die ganze Zeit nur rumzurennen und diese Idioten zu töten. Okay. Läuft. Bitte nicht einfach alle draufgehen. Ihr Lutscher. So, pass mal auf, Kollege. Ich nehme das jetzt hier. Okay. Aha. Gut, wa? Zack, bam, Junge. Nehmen. Ich kann nichts drücken. Alles nehmen. Meine Güte, das ist ja... zeitaufwendig hier durchzurennen. Also, da gibt es mit Sicherheit irgendwie auch besseren Scheiß. Naja, was will man aber auch mit Free to Play, ne? Free to Play. Das ist eine Mischung aus Ewok und. Cookie. Seid ihr ein... Ewok-Wookie-Mischling? Wie sieht das eigentlich aus, wenn ein Ewok und ein Wookie zusammen... knattern? Fleischräuber-Wüter. Was war das hier? Selbstprüfung. Machtstärke. Naja. Hello! Hört auf zu kämpfen, Padawan. Euer Leben war in dem Moment vorbei, als ihr hergekommen seid. Weil der Orden sich entwickeln muss. Und ihr seid schwach. Alter. Wer ihr auch seid, tretet von diesem Padawan zurück. Ihr seid gefährlich. Ihr habt meine Soldaten getötet. Ja. Ja.
Alter, sind das kranke Typen, ey. Wir säubern. Und wir haben gerade erst begonnen. Legt eure Waffen nieder. Ich möchte euch nichts tun. Der alte Orden ist tot. Lang lebe der neue Orden. Warum hat denn der so ein cooles Lichtschwert und ich habe so einen komischen, hässlichen Stab, ey? Mach dich fertig, du Wichser! Siehst du? Deine Typis hier mache ich genauso fertig. Jetzt gib mir das Lichtschwert. Wo liegt dein verkacktes Lichtschwert? Ich hab nur so einen scheiß Stab! Was will ich denn mit dem Ding? Halt die Fresse. Geht es euch gut? Ja, und jetzt kommst du an. Was ist geschehen? Wo kommt der denn her? Dank der Macht seid ihr beide sicher. Alter, bist du ein Mongo. Dieser Mann ist kein Jedi. Zumindest keiner von uns. Wenn er nicht wie wir war, was war er dann? Ja, ich würde ja sagen, ein Sith. Aber das Imperium weiß nicht, wo Tython liegt. Dieses Lichtschwert, gib's her. Es ist mir irgendwie vertraut. Seltsam. Du hast diese Angreifer ganz allein nur mit einem Übungsschwert abgewehrt. Ja. Beeindruckend. Ich bin meinen Instinkten gefolgt, nichts weiter. Sie haben dir gute Dienste erwiesen. Ja. Die Schlacht ist vorbei. Doch wir sollten dafür sorgen, dass nicht noch mehr Fleischräuber hier durchkommen. Ist das ein Arschloch, ey. Lässt er mich ja mit so einem scheiß Übungsschwert kämpfen. Ich besieg die und eine Sekunde später taucht er auf. Hätte sie nicht eher auftauchen können. Ja, jetzt machst du auch noch hier einen übelsten Move mit deiner Macht. Beeindruckend. Das sollte sie erstmal fernhalten. Ich sehe, warum ihr ein Jedi-Meister seid. Wenn man so alt wird wie ich, dann lernt man ein paar Tricks. Schön. Noch nicht. Ich werde dich zu einem Medi-Center bringen. Ey, der heult nur rum. Du scheinst gut alleine reisen zu können. Melde dich beim Rat der Jedi. Ich bin gerade erst auf Tython angekommen. Wo muss ich hin? Folge dem Pfad, der aus diesem Tal hinausführt. Du wirst den Jedi-Tempel jenseits des Bergpasses finden. Ich sehe dich dort. Schön. Schön, 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 schön. Wo ist mein nächstes Objektiv? In die Richtung. Junge, du hast mir den scheiß Weg zum Tempel versaut. Genau hier in die Richtung muss ich doch. Hey! Gut. Alles klar. Ja, das war die erste Runde Star Wars The Old Republic. Flasht mich bisher nicht. Obwohl ich jetzt ziemlich sportlich auf so einem Stein stehe. Aber ich will mal sehen, wie das hier ist, wenn es dann noch mit Weltraumreisen losgeht und so weiter. Ich denke mal, ein, zwei Dinge werde ich noch zocken. Ob das hier lange gehen wird, weiß ich aber wiederum nicht. Denn eigentlich habe ich mir eventuell etwas mehr versprochen, weil Star Wars ist ja schon ein geiler Titel, ne? Ne? Und am Ende kommt hier so ein... Naja. Das wäre was für die Trash Night bei Peetsmeet. Ja. Alles klar. Dann... Haut rein. Bis Folge Nummer 2.